Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur politischen Matinee am Sonntagvormittag. Es freut mich, dass wir über Erwarten viel Besucherinnen und Besucher da haben, die sich für das Thema interessieren. Wir machen es wie üblich, etwa eine Stunde Vortrag mit Bildern, also mit Grafiken und was auch immer. Ich hoffe, dass es jeder sehen kann. Wenn nicht, muss man sich ein bisschen anders hinsetzen. Ich freue mich, dass wir schon anbauen mussten, um die Plätze, um genügend Plätze zu schaffen. Nach dem Vortrag gibt es dann 10 Minuten Pause. Da können wir noch mal was zum Trinken holen oder eine Brezel. Und freundlicherweise ist neben Peter Hensinger auch Doris Hensinger da, die ich beide ganz herzlich begrüßen darf. Doris Hensinger hat draußen einen Büchertisch und Informationsmaterial und auch Unterschriftenlisten, auf die Peter sicher nachher noch eingehen wird. Angesichts der aktuellen Lage in der Türkei wollte ich den Orhan bitten, eine Minute was kurz dazu zu sagen. Wir haben hier eine ganze Reihe von türkischen Freunden, die uns unterstützen, unter anderem mit dem wunderbaren Tee von Elaytin. Deshalb, Orhan, bitte ganz kurz zur Situation in der Türkei, die sich offensichtlich zunehmend verschlechtert. Erstmal guten Morgen. Willst du ein Mikro? Oder Mikro, noch besser. Erstmal heiße ich allen willkommen und kurz zu meiner Person. Ich bin der Orhan und ich bin von der Interkulturellen Verein Esslingen, nennt sich auch ADG. Und ja, wie Sie wahrscheinlich alle mitbekommen haben, die Lage in der Türkei wird leider Gottes Namen immer schlechter. Und die Demokratie ist eigentlich seit mehreren Wochen oder Jahren schon begraben, aber inzwischen wird es nur noch schlimmer. Und inzwischen sind auch die linksorientierten Parteien verhaftet worden, die Abgeordneten. Und es wird, so wie es scheint, zu einem bürgerähnlichen Bürgerkrieg in der Türkei. Und ja, ich wollte Sie nur kurz darauf aufmerksam machen. Und natürlich auch die demokratischen Parteien oder linksorientierte Parteien, die sich für eine Demokratie einsetzen in der Türkei, bitten wir natürlich um Unterstützung. Und ja, und Dankeschön erstmal. Nur auch zur Information, der Vortrag oder die ganze Veranstaltung, auch die Diskussion nachher, wird freundlicherweise von Conny aufgenommen und steht dann nachher auch im Internet. Wenn Sie den Link weitergeben wollen an Freunde oder Freundinnen, die heute nicht kommen konnten, kann man das nachher noch tun. Es liegen Formulare aus vorne, wo man seine E-Mail-Adresse angeben kann. Dann könnte man das also dann nochmal anschauen. Also, Peter, bitte. Guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ganz kurz zu meiner Person, Peter Hensinger, komme aus Stuttgart. Wir haben dort eine Bürgerinitiative Mobilfunk. Ich bin innerhalb von Diagnose Funk, das ist eine Verbraucherschutzorganisation, verantwortlich für die Aufarbeitung der internationalen Forschung, was es da gibt an Erkenntnissen, und beschäftige mich sehr viel mit den psychosozialen, pädagogischen Problemen. Außerdem bin ich zweiter Vorsitzender im BUND in Stuttgart und aktiv in Stuttgart ökologisch-sozial. Das ist ein Bündnis von Bürgerinitiativen. Wir sind sehr stark aktiv auch bei Stuttgart 21. Ich spreche heute über die Digitalisierung und einige ihrer Nebenwirkungen. Die Digitalisierung verändert ja grundlegend die Gesellschaft. Im Koalitionsvertrag von der grün-schwarzen Landesregierung kommt das Wort Digitalisierung 142 Mal vor. Digitale Industrie 4.0, digitale Bildung, digitale Verwaltung, digitale Landwirtschaft. Und ein Erscheinungsbild der Digitalisierung können Sie ja auf Schritt und Tritt beobachten, ob im Zug, in der S-Bahn,
auf der Straße gebückte, schweigende Jugendliche, die auf ihr Smartphone starren. In der Gym-Jugendstudie, die wird in Baden-Württemberg gemacht, zur Mediennutzung von Jugendlichen, gab es 1998 noch gar kein Kapitel über Handys. Das fehlte noch völlig. Dann, ab 2000, wurden die Kapitel immer größer. 2011 hatten schon 26% der Jugendlichen ein Smartphone. 2016 sind es 92% und die Jugendlichen nutzen es vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Was verändert sich damit? Was sind eigentlich die Triebkräfte der Digitalisierung? Die IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter schreibt in ihrem neuen Buch Das Ende der Demokratie, Zitat: Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, privat wie beruflich, in einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es anschließend zu steuern und zu optimieren. Zitat Ende. Wer aber misst, speichert, analysiert und steuert wozu? Treiben wir in einem Strom, ohne seine Richtung wahrzunehmen? Die Triebkräfte dieses Stroms und einige seiner Klicken möchte ich heute exemplarisch analysieren. Zunächst lassen Sie mich mit dem Symbol der Digitalisierung, dem Smartphone, anfangen. Das Smartphone ist schlichtweg ein Funkgerät, kombiniert mit einem PC. Smartphones empfangen und senden mit nicht ionisierender Strahlung. Strahlung gehört zur Natur, ist ein Umweltfaktor, ist gesund oder schädlich. Ist gar nichts Esoterisches. Wir haben ein Bundesamt für Strahlenschutz, das die Aufgabe hat, jegliche Strahlung auf ihre Risiken hin zu untersuchen. Nun haben wir mit den Bundesämtern im Allgemeinen und mit diesem im Besonderen so unsere Erfahrungen. Denken Sie an die jahrelangen Verharmlosungen der Atomkraft oder der Auswirkungen von Hochspannungsleitungen vom Bundesamt für Strahlenschutz. Die Industrielobby hat in der Regel die Wissenschaft und die Politik im Griff und die Deutungshoheit über Forschungsergebnisse. Denken Sie an Stuttgart 21. Wie bei allen Risiken müssen die Bürgerinnen und Bürger ihren Schutz selbst in die Hand nehmen. Das machen wir von Diagnosefunk bei der Mobilfunkstrahlung. Ich werde mit Wissenschaftlern die Forschungslage aus. In der Datenbank der Bundesregierung und der WHO stehen derzeit 1270 Studien zum Mobilfunk. Dazu zeigen 700 biologische Effekte. Das werden wir aus und geben Recherchen aus. Und diese Studien zeigen ganz eindeutig, diese Mobilfunkstrahlung, also elektromagnetische Felder, wirken schädigend, vor allem in einer Kombination mit anderen Umweltgiften. Das sehen Sie hier an dieser Grafik aus der Zeitschrift Umweltmedizin Gesellschaft. Das ist überhaupt in der Wissenschaft überhaupt gar nicht umstritten, das wird nur nicht öffentlich kommuniziert. Sie sehen hier verschiedene Umweltgifte wie Bakterien, Industriegifte, Lösemittel und auch EMF, die zusammen Zellprozesse auslösen, da gehe ich jetzt nicht näher ein, und zwar oxidativen Zellstress, also entzündliche Prozesse in den Zellen, die zu Schädigungen führen. Das ist ganz normale Medizin. Deswegen hat die Europäische Umweltagentur den Mobilfunk offiziell als Asbest des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die Europäische Umweltagentur ist die höchste Umweltbehörde. Die Auswirkungen sind erforscht und es ist auch aus der Militärforschung seit den 50er Jahren bekannt. Aber man spürt, hört und sieht die Strahlenbelastung in der Regel nicht. Und Industrie, Staat und Medien verdienen alle an dem Milliardengeschäft und verschweigen und verharmlosen diese Risiken. Denken Sie daran, 2001 hat der Staat unter Eichel damals, Finanzminister, 50 Milliarden Euro für die eine UMTS-Lizenz bekommen. Das ist 5 oder 10 Mal Stuttgart 21 für eine Lizenz. Das war ein Schweigegeld. Der Staat hat sich verpflichtet, nichts über die Gefährlichkeit bekannt zu geben. Die Hauptstrahlenbelastung heute geht vor allem vom Smartphone aus. Sie sehen das im Vergleich vom Handy links oben zum Smartphone.
Wenn Sie ein Handy auf dem Tisch gelegen haben bei Ihnen, hat das Handy, und Sie haben nicht telefoniert, hat das Handy so alle 20 Minuten sich beim Sendemast gemeldet, hier bin ich, während ein Smartphone da durch seine Apps ununterbrochen strahlt und sendet, auch wenn Sie nicht telefonieren. Und dadurch ist es eine neue Qualität der körpernahen Strahlenbelastung. Und es wird jetzt besonders brisant, da die Bundeswissenschaftsministerin Wanka durch die digitale Bildung vorschlägt, alle Schulen mit WLAN auszurüsten und wo sie hinkommen, Einkaufszentren, Straßen, werden derzeit WLAN-Hotspots aufgebaut. Dadurch bekommen die Forschungsergebnisse zu WLAN eine besondere Bedeutung. Allein zu WLAN liegen 50 Forschungen vor, die die schädliche Wirkung nachweisen. Die Fachzeitung Strahlentelex Elektrosmog Report schreibt zu WLAN, Zitat, die nichtthermische Strahlung von WLAN kann bei langanhaltender Einwirkung zu Beeinträchtigungen der Entwicklung des Gehirns, zu DNA-Brüchen, also Erbgutschädigungen und anderen schädlichen Veränderungen führen. Das haben Tierversuche ergeben. Bei Menschen wurden durch Mobilfunkstrahlung Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Hautveränderungen und andere Symptome beobachtet und Krebserkrankungen können nicht ausgeschlossen werden. Das wird öffentlich nicht kommuniziert, obwohl selbst das Bundesumweltamt warnt, Zitat, WLAN-Access-Points, WLAN-Router und Basisstationen von Schnurlostelefonen kommen am besten in den Flur oder einen anderen Raum, in dem man sich nicht dauernd aufhält. Schlaf- und Kinderzimmer sind dagegen nicht geeignet. WLAN-Router lassen sich abschalten, wenn man sie nicht benutzt. Besonders nachts ist das empfehlenswert. Das ist die Empfehlung des Bundesumweltamtes, die nicht öffentlich kommuniziert wird. Diese Warnung kann man dann auf Klassenzimmer übertragen. Denken Sie, wenn dort 30 Schüler mit dem Smartphone oder Tablet sind, ist das ein regelrechtes Strahlengewitter. Der Umweltausschuss des Europarates forderte deshalb 2011 ein Verbot von WLAN in Schulen. In Frankreich gibt es ein Verbot von WLAN in Kindergärten und in Israel ein Verbot in Kitas und an Vorschulen. Deshalb diskutieren Sie darüber, dass WLAN in Schulen nicht erlaubt wird. Auch die Krebsgefahr durch die Mobilfunkstrahlung ist inzwischen bewiesen. Neueste Forschungsergebnisse, zum Beispiel über die Handynutzung am Ohr, bei viel Telefonierern, die länger als 10 Jahre telefonieren, ist in der Epidemiologie schwedische Studien ein fünffach erhöhtes Krebsrisiko festgestellt worden. Und die WHO, auch, es wird auch nicht kommuniziert, hat die Mobilfunkstrahlung als möglicherweise krebserregend eingestuft. Sie sehen unten wie DDT oder zum Beispiel Autoabgase. Also wir liegen ja auch nicht vor dem VW mit seinen sauberen Abgasen hinten dran. Die US-Regierung hat jetzt im Mai die größte Studie, 17 Jahre lang haben die geforscht, zur Mobilfunkstrahlung und Krebs veröffentlicht. Mit dem eindeutigen Ergebnis, dass es krebserregend ist. In deutschen Zeitungen wurde nicht darüber berichtet. Die österreichische Unfallversicherung AUVA-Versicherung hat über 2 Jahre lang jetzt forschen lassen in der Medizinischen Universität Wien, ob es krebserregend ist oder nicht. Das Ergebnis war auch wieder eindeutig. Wurde jetzt im August veröffentlicht, Mobilfunkstrahlung schädigt das Erbgut, oxidativer Zellstress und das alles weit unterhalb der Grenzwerte. Und selbst das Bundesamt für Strahlenschutz hat im März dieses Jahr veröffentlicht, dass diese Strahlung krebspromovierend ist, also wenn man die Anlage zu Krebs hat, dass das dann die Krebsentstehung im Körper beschleunigt, und zwar für 3 Krebsarten und weit unterhalb den Grenzwerten. Das kann man sogar auf Deutsch nachlesen. Sie werden wissen das, in der Zeitung ist es nicht kommuniziert worden. Für die meisten von Ihnen wird es neu sein. Und auf fast keinem Gebiet, das ist mein Spezialgebiet, die Studienlage zu den Reproduktionsorganen, also Hoden, Spermien, Eierstöcke, Embryo, da sind in der WHO-Datenbank 130 Studien,
die nachweisen, dass es spermienschädigend ist und besonders für Schwangere auf das Embryo sich negativ auswirkt. Sie können diese Studienzusammenfassung draußen kaufen. Ich gehe nur noch auf eine Studie ein. Ich halte dazu ganze abendfüllende Vorträge, auch warum das zellbiologisch so ist, also welche Mechanismen sich da abspielen. Sie sehen hier die Auswirkungen auf der zur Blut-Hirn-Schranke. Sie sehen hier links ein Rattengehirn ohne Bestrahlung, rechts ein Rattengehirn nach Bestrahlung. Die Blut-Hirn-Schranke, die unser Blut vor Giftstoffen schützt, geht unter der Strahlenbelastung schon nach kurzer Zeit auf und Giftstoffe können ins Gehirn einwirken. Das berührt natürlich eine grundlegende Frage der Existenz des Menschen. Wenn das Gehirn verletzt wird, dann ist das eine sehr schwerwiegende Auswirkung und man kann das vergleichen mit Trinken. Dauernd Alkohol trinken wirkt sich dann auf die Jahre kumulativ aus. Die Hersteller aus der Mobilfunkindustrie, die kennen diese Risiken. Deswegen steht in ihrer Gebrauchsanweisung für das Smartphone drin, sie sollen es 25 mm vom Kopf weghalten. Im Laptop steht drin, 20 cm Abstand am Tablet. Das wissen Sie nicht. Wenn Sie in 10 oder 20 Jahren einen Prozess führen, wegen einer Krankheit, werden die sagen, Sie müssen nachweisen, dass Sie die Geräte nie körpernah benutzt haben. Das ist heute schon die juristische Absicherung der Industrie. Wenn Sie mehr über den Stand der Forschung wissen wollen, ich habe in Umweltmedizin Gesellschaft einen neuen Artikel darüber veröffentlicht mit der Biologin Isabel Wilke, der heißt Mobilfunk, neue Studienergebnisse bestätigen die Risiken der nicht ionisierenden Strahlung. Sie können den Artikel, der hat 11 Seiten, draußen für 2 Euro kaufen. Das war jetzt ganz kurz zu den Strahlenauswirkungen. Ich komme zum Hauptthema, zu den gesellschaftspolitischen und psychosozialen Auswirkungen. Wir stehen nämlich vor einer neuen Stufe der Digitalisierung. Das Smartphone und Tablet-PC soll zum zentralen Erziehungsmedium werden und in der Vision das Schulbuch ersetzen. Bundesministerin Ranka stellt 5 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung bereit, um Schulen mit digitalen Medien und WLAN auszustatten, obwohl diese Risiken aus der Strahlung bekannt sind. Dazu eine Vorbemerkung. Die kapitalistische Industrie kennt keine Moral, sondern hat nur ein Ziel, Profitmaximierung. Um dieses Ziel zu erreichen, ist sie auf allen Gebieten skrupellos. Das zeigen der Dieselskandal, der Feinstaub in Stuttgart, die Stadtzerstörung durch Stuttgart 21, Glyphosat, Fracking, Pestizide in der Landwirtschaft, kranke und tote Arbeiter bei der Produktion von Billigkleidung bis hin zur Vertreibung von Bauern für Palmölplantagen. Und diese Skrupellosigkeit trifft natürlich auch auf die Mobilfunktechnologie zu. Frau Wanka öffnet der IT-Branche einen Schulabsatzmarkt mit einem geschätzten Volumen in den nächsten Jahren von 100 Milliarden Euro. In der Stuttgarter Zeitung liest man allerdings Merkwürdiges zu der Anschubfinanzierung von 5 Milliarden. Dort stand, einerseits haben SPD und Union bereits im Koalitionsvertrag 2013 vereinbart, eine gemeinsame Strategie für digitales Lernen auf den Weg zu bringen. Und bisher ist auf diesem Feld nichts passiert. Man schüttet 5 Milliarden Euro aus, aber es gibt kein Konzept. Und bei der digitalen Bildung ist es so, alle Schulversuche mit digitalen Medien sind in Deutschland bisher gescheitert. Die vorliegenden Auswertungen haben immer das Ergebnis, es führt zu keiner Verbesserung, sogar zu einer Verschlechterung der Schulleistungen. Da gibt es ein sehr gutes Buch, Die Lüge der digitalen Bildung, von Professor Leibner und Herrn Lemke aus Mannheim. Aber es geht hier gar nicht um Bildungsvorstellungen, humanistische, humboldtsche Bildungsvorstellungen, die wir haben. Mit der digitalen Vorstellung gehen Vorstellungen einher, die in den Thinktanks der Industrie geplant wurden. Es ist kein erzieherisches, sondern ein Vermarktungskonzept. Welche Entwicklung
mit der Digitalisierung jetzt in der Bildung eingeleitet werden soll, verrät einer ihrer Väter, der Professor Breithaupt. Er schreibt, Zitat, 2036 werden Eltern schon für ihre 5 Jahre alten Kinder einen virtuellen Lehrer abonnieren. Die Stimme des Computers wird uns durchs Leben begleiten. Vom Kindergarten über Schule und Universität bis zur beruflichen Weiterbildung. Der Computer erkennt, was ein Schüler kann, wo er Nachholbedarf hat, wie er zum Lernen gekitzelt wird. Wir werden uns als lernende Menschen neu erfinden. Zitat Ende. Das heißt, Versprechen, die digitale Bildungskrise, die scheinbare Bildungskrise und die Zukunftsorientierung mithilfe einer digitalen Bildung zu lösen, kommt aus den PR-Agenturen der Industrie, insbesondere der Bertelsmann-Stiftung. Auch der ehemalige O.W. Schuster ist als Vorsitzender der Telekom-Stiftung heute einer der Hauptlobbyisten der digitalen Bildung. Er organisiert die Kongresse und ist in Berlin dafür ein Hauptlobbyist. Hier ist so ein Kongress. Schuster hinterließ übrigens in Stuttgart baulich verfallende Schulen. Die Bertelsmänner nehmen gar kein Blatt vor den Mund. Ihre Chefs, Träger und Müller-Eisel berichten, wie Bildung aussehen soll. Und es wird realistisch so geplant und in Bildungspläne bereits reingeschrieben. Zitat. Die Lernsoftware Newton durchleuchtet jeden, der das Lernprogramm nutzt. Die Software beobachtet und speichert minutiös, was und wie, in welchem Tempo ein Schüler lernt. Jede Reaktion des Nutzers, jeder Mausklick, jeder Tastenanschlag, jede richtige, jede falsche Antwort, jeder Seitenaufruf und jeder Abbruch wird erfasst. Jeden Tag sammeln wir tausende von Datenpunkten von jedem Schüler. Diese Daten werden analysiert und zur Optimierung der persönlichen Lernwege genutzt. Komplexe Algorithmen, also Rechenprogramme, schnüren individuelle Lernpakete für jeden einzelnen Schüler, deren Inhalt und Tempo sich fortlaufend anpassen, bei Bedarf im Minutentakt. Schon heute berechnet Newton, also die Lernsoftware, zuverlässig die Wahrscheinlichkeit richtiger und falscher Antworten sowie die Note, die ein Schüler am Ende eines Kurses erreichen wird. Eines Tages braucht es wohl keine Prüfungen mehr. Der Computer weiß bereits, welches Ergebnis herauskommen wird. Es wird die Schule ohne Lehrer bzw. mit Lernbegleiter mit Hochdruck geplant. Vermarktet wird diese digitale Bildung mit einem göttlichen Heißversprechen. Diese Anzeige war letzte und vorletzte Woche in den überregionalen Leitmedien für die digitale Bildung vom Bundeswissenschaftsministerium. Sie sehen, Gottvater steht Pate bei der digitalen Bildung. Wie Gottvater Adam erschaffen hat, so schafft die digitale Bildung einen neuen Menschen, den Homo Digitalis per Tablet und WLAN. Das ist die Botschaft, die Werbeleute werden sich was gedacht haben, bei dieser Anzeige. Ein Karikaturist hat bereits darauf geantwortet, Gottvater ist sauer, dass der neue Gott das Smartphone ist. Es ist aber auch die Verkündigung der Ablösung des, so wenn es ihn gibt, allwissenden, unfeilbaren Gottvaters durch Big Data, des Datensammelns und die Intronisation neuer Heiligkeiten, nämlich Telekom, Vodafone, Google, Apple und Microsoft, die haben nämlich nachher diese Daten. Auf dem IT-Gipfel in 14 Tagen zur digitalen Bildung in Saarbrücken, 1000 Gäste hat Wanka eingeladen, werden die Workshops zur Erziehung von den Industriebussen geleitet. Also Bildung und Erziehung sollen jetzt direkt 1:1 von der Industrie organisiert werden. Die Pädagogikprofessoren, ich war erst auf einer Tagung, sind stocksauer, sie haben dabei nichts mehr zu sagen. Zu einem Missverständnis. Es geht bei der digitalen Bildung nicht darum, digitale Medien und Programme als Hilfsmittel einzusetzen, zum Beispiel Word, Power oder Excel zu lernen, Auswertungen von Versuchen mit Programmen vorzunehmen, statistische Berechnungen am Computer durchzuführen oder in der Schule zu lernen, wie man Filme dreht und schneidet am Computer. Das gehört zu Grundfertigkeiten.
das man in der Oberstufe natürlich heute lernen soll und beherrschen muss. Es geht um viel mehr. Es geht um die Neuausrichtung der Erziehung, des Erziehungswesens, nämlich um die Übernahme der Erziehung durch autonom agierende digitale Medien, bereits ab den Kindern, ab den Kitas. So wie bei der Industrie 4.0 Maschinen die Produktion selbstständig steuern sollen, sollen Computer und industrielle Algorithmen das Erziehungswesen und das Erziehungsgeschehen autonom steuern. Digitale Bildung steht hier stellvertretend für eine neue Herrschaftstechnik, die Steuerung der Gesellschaft durch künstliche Intelligenz. Halten wir vor Augen, was real im Augenblick geplant wird. Die Schüler sitzen vereinzelt am Tablet-PC, werden überwacht und gesteuert von Algorithmen. Ein sprechender Computer gibt Aufgaben und Übungen vor. Es werden vorprogrammierte Eigenschaften antrainiert, die industriellen Verwertungs- und Konsuminteressen nützen. Digitaler Unterricht bedeutet einen Schritt in Richtung Schule ohne Lehrer. Gibt es ein sehr gutes Buch dazu von Arne Ulbricht, Schule ohne Lehrer. Lehrer werden durch automatisierte Digitaltechnik ersetzt und zu Lernbegleitern degradiert, während Schüler und Schülerinnen isoliert in Lernstationen sitzen, wo ein Computer per Sprachsystem ihnen die Aufgaben stellt. Dadurch entfällt Kreativität und Querdenken, nämlich die Softwareoptionen geben einprogrammierte Kompetenzen und Alternativen vor. Man lernt nicht mehr Haltung, sondern verwertbares Verhalten. Das ist der Kern der sogenannten Kompetenzorientierung. Die scheinbare Individualisierung des Lernens ist eine Entmündigung. Ein Professor, der dagegen heftigst protestiert, Professor Lankau, sagt zu diesen Plänen, das, was Professor Breithaupt, also ein Vertreter von der Digitalisierung, als Zukunft des Lernens propagiert, sind im Kern totalitäre Systeme zur psychischen und psychologischen Manipulation und lebenslangen Steuerungen von Menschen. Beschrieben wird als systematische Heranziehen von Sozialautisten, die auf eine Computerstimme hören und tun, was die Maschine sagt. Zitat Ende. Und es gibt überhaupt keine digitale Bildung, ebenso wenig, wie es eine digitale Psychotherapie gibt. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Die Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist das Entscheidende. Denn Bildung hat eine geistige und soziale Komponente. Sie findet ihren Niederschlag in der Entwicklung des Gehirns, des Denkens und Sozialverhaltens. Dort gibt es nichts Digitales. Der Begriff digitale Bildung ist also verräterisch. Er drückt eine mechanistische Vorstellung von der vermeintlichen Programmierbarkeit auch des Menschen aus, hinter der sich der Behaviorismus versteckt, also die Psychologie von der Konditionierung, der Dressur des Menschen und der Ausschaltung seines Gehirns. Diese psychologische Richtung habe ich noch im Studium studiert. Habe gedacht, sie wäre passé. Jetzt sollen schon die Kinder, also die nachwachsende Generation, diese Tablets bekommen. Der Beschluss von Wankar beinhaltet auch, dass die Erziehung schon in den Kindergärten mit den Tablets beginnen soll. Obwohl die Gehirnforschung schon lange auf die Risiken hinweist. Professor Manfred Spitzer, den Sie sicher kennen werden aus seinem Buch Digitale Demenz, schreibt in einer aktuellen Auswertung des gesamten Forschungsstandes, ich zitiere, Smartphones beeinträchtigen die Gehirnentwicklung, die Aufmerksamkeit, das Lernen und damit die Bildungskarriere. Warum ist es so? Wie kommt es zu diesen Risiken? Die Neurobiologin Frau Professor Teuchert-Noth aus Bielefeld hat diese Risiken auf die Gehirnentwicklung erforscht und veröffentlicht geradezu auch einen neuen Artikel auf Deutsch. Ich will das mal zusammenfassen. Die gesamte Natur hat einen evolutionären Bauplan. Auch die frühkindliche Entwicklung des Gehirns folgt einem Bauplan. Es sind vor allem die körperlichen Bewegungen eines Kleinkindes,
die bestimmen, wie die ersten Funktionsmodule des Klein- und Großhirns reifen. Denn das Kleinhirn und die im Gehirn nachgeschaltete motorische Großhirnrinde regen über vielfältige Bewegungen die Denkleistungen an. Dazu müssen kleine Kinder differenzierte körperliche Aktivitäten ausüben. Sie sollen ihre Hände verwenden, um Bilder zu malen, Nähfiguren zu formen und zu basteln. Kinder purzeln, klettern, tollen herum. Und in der kritischen Phase organisieren sich gerade in der Zeit das Groß- und die Kleinhirnfelder. Fehlt aber diese räumliche Bewegung, wird sie quasi durch das Tablet Vision ersetzt, wie Sie hier an den Bildern sehen. So fehlt dem Gehirn der Baustoff für den Weiterbau des Denkapparates, die Bautätigkeit erlernt. Falsche Baustoffe in der Gehirnentwicklung können zu Sucht, Angst und zu lebenslang geminderter Lern- und Denkfähigkeit führen. Ein falscher Baustoff, wie Teuchert es nennt, ist die permanente Reizüberflutung durch die Videos und Bilder am Tablet. Die faszinieren natürlich die Kinder, aber sie blockieren die dynamische Phase der Hirnreifung, weil das Gehirn vor dem 12. Lebensjahr den Anforderungen der digitalen Medien überhaupt noch nicht gewachsen ist. Teuchert-Not spricht, dass dies zu Hirnrhythmusstörungen führt, die sich in Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Schlafstörungen manifestieren. Das rasante Feuerwerk aus Videos und bunten Animationen, insbesondere bei Tablet-PCs, führt ja gerade zu diesem Reizbombardement. Auf unvorbereitete Kleinkinder feuern diese Bildschirmmedien dann pathologisch veränderte Frequenzen ab, die zu einem kognitiven Supergau führen, weil sie das Stirnhirn massiv überfordern. Auch die Virtualisierung der Eltern-Kind-Beziehung führt zu diesen Schädigungen. Sie sehen, das Land Mecklenburg-Vorpommern führt bereits eine Plakatkampagne durch, heute schon mit ihrem Kind gesprochen. Es ist verdienstvoll, aber das sagt viel über gesellschaftliche Veränderungen aus. Und das wirkt sich natürlich auch für die Gehirntätigkeit vom Kind aus und wirkt sich dazu aus, dass das Kind meint, das Wichtigste Gerät, Instrument oder der wichtigste Bezugspunkt ist eigentlich das Smartphone und das Tablet, weil meine Eltern benutzen das ja dauernd. Wegen dem ist ja das der Erstaunliche, dass Kinder schon mit 2-3 Jahren unbedingt so ein Gerät wollen. Woher kommt es? Dass die Schädigungen tatsächlich so sind, ist jetzt auch erforscht worden. Die DAK-Studie 2016 ergab, dass Konzentrationsschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, Bewegungsdefizite, übrigens eine Studie letzte Woche in Stuttgart auch, in Kindergärten, und damit einhergehende gesundheitliche Probleme bei Grundschülern in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Sie sehen das, die starke Zunahme von einzelnen Symptomen wie Konzentrationsschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, hier motorische Defizite, in der DAK-Studie in den letzten 10 Jahren dramatisch zugenommen. Und die Lehrer, 91% der Lehrer, bezeichnen die mediale Reizüberflutung, Sie sehen das links oben, als die Hauptursache aller dieser negativen Veränderungen. Und Sie werden beobachten, es wird nicht öffentlich darüber diskutiert. Eigentlich, ich möchte ein Bild von einem Künstler zeigen, der das, finde ich, unheimlich gut und dramatisch ausdrückt. Sie sehen unten das Kind, das am Smartphone, hier im Dosentelefon sitzt und was in der Welt aufsieht, das Kind reinbricht und das soll das Kind alles verarbeiten. Ich finde, so sensible Künstler bringen das einfach in ihrer sensiblen Wahrnehmung ganz extrem auf den Punkt. Von der Tagesschau bis zu dem Smartphone, was sind die Kinder eigentlich heute ausgesetzt und müssen diese Ereignisse in der Welt verarbeiten. Sie sehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Oben in der Karikatur steht, müsst ihr euch immer so dreckig machen. Unten steht heute, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen dreckig machen.
Eigentlich geht diese Entwicklung, die auf dieser Karikatur dargestellt wird, ans Eingemachte für alle Naturschutzverbände, den BUND, den NABU oder auch die Naturfreunde. Denn die digitalen Medien verhindern Naturerfahrungen. Wer kleinen Kindern die Bewegung enthält, und das ist eine festgestellte Konsequenz der digitalen Geräte, der sorgt für Chaos auf der Baustelle des kindlichen Hirngerüsts. Denn Kinder gehen viel, viel weniger zum Spielen auf die Straße, in Parks, Sport oder Wandern, tun sie immer weniger. Der Jugendreport Natur 2016, August veröffentlicht, brachte zutage, dass die Natur von den Kindern nicht mehr spielerisch entdeckt und erlebt wird, sondern im Schulunterricht und im eigenen Zimmer am Computer angelernt wird. Es findet eine Digitalisierung des Natürlichen statt. In der Stuttgarter Zeitung stand, es ist nicht dieses Ergebnis der Studie, was nachdenklich macht, sondern das rasante Tempo, mit dem die Entfremdung von der Natur fortschreitet. In den letzten Jahren hat es sich mit den neuen Medien ganz besonders beschleunigt, sagt einer der Autoren vom Jugendreport Natur. Always on. Das Smartphone wird ja vom Aufstehen bis zum Schlafen pausenlos benutzt. Wann ist da noch Zeit für das reale schöpferische Spiel, wenn ein Kind zwischen 8 und 18 Jahren heute durchschnittlich 7,5 Stunden am Tag elektronische Medien nutzt? Eine englische Studie schreibt dazu, Zitat, welche Chance hat der Umweltschutz, die Artenvielfalt, die Achtung vor der Biosphäre, wenn die Jüngsten nur noch an Entertainment-Medien kleben und nicht mehr auf Bäume steigen, wenn ihr Bewegungsradius seit den 70er Jahren um 90% abgenommen hat, wenn nur mehr ein gutes Drittel der Kinder zwischen 8 und 12 Jahren einmal in der Woche außer Haus spielt, nur mal jeder Fünfte weiß, wie das ist, auf einen Baum zu klettern und jedes zehnte Kind davon überzeugt wird, dass Kühe Winterschlaf halten. Die Studie ist von 2010. Durch das Smartphone hat sich das dramatisch noch zum Negativen verändert. Und die permanente Mediennutzung bringt ja vor allem die Stadtkinder um reale Naturerfahrungen. Was dabei verloren geht, ist die kognitive Fähigkeit, eigenständig Wissen zu konstruieren, denn der Rechner und die Apps erklären jetzt, wie die Welt funktioniert. Und der Algorithmus eines Konzerns über die Apps übernimmt die Erziehung. Er spuckt den Jugendlichen profilbezogen, punktgenau, Konsum- und Modewelten, Film- und Red Bull-Illusionen aus. Neues Hauptfach App gucken. Eine große Werbung in der Stuttgarter S-Bahn. Der Run von Jugendlichen auf die Primark-Modeketten, also das Millennium in Stuttgart zum Beispiel, ist Ergebnis einer solchen Manipulation. Primark wirbt für seine in Sklavenarbeit hergestellte Minderwertigkeit, minderwertige Kleidung nicht über Printmedien, auch nicht im TV, sondern ausschließlich über Blogger in sozialen Medien, direkt auf das Smartphone und direkt auf das Tablet. Im Google-Schlüsselroman Der Circle, er lohnt sich zu lesen, von Dave Eggers heißt es dazu, Zitat, die realen Kaufgewohnheiten von Menschen waren jetzt wunderbar nachzuverfolgen und zu messen. Und das Marketing für diese realen Menschen konnte mit chirurgischer Präzision erfolgen. Zitat Ende. Das Smartphone ist zum Hauptinstrument der kapital- und konsumorientierten Sozialisation und der Konditionierung der Jugendlichen zum Konsum geworden. Vereinzelt am Tablet-PC, überwacht und gesteuert von Algorithmen, werden die Wünsche vermittelt und gesteuert, die für Verwertungs- und Konsuminteressen der Konzerne notwendig sind. Zum Konsum hat Harald Welser in seinem Buch Die smarte Diktatur einen interessanten Aspekt analysiert. Wenn die Digitalisierung hauptsächlich zum Konsum anreizt, dann bedeutet es, der Hyperkonsum, der heute entsteht, ein Abschweifen vom Manuskript, ich habe einen Film gesehen über die Sneakers,
also die neuen Turnschuhe, über eine Laufgruppe in Feuerbach. In der Laufgruppe haben die gesagt, jeder hat 10 Schuhe. Wenn sie im Wald laufen, wenn sie dort laufen, auf dem Gelände, für alles braucht man einen neuen Schuh, die Sneakers sind völlig in. Und dann gleichzeitig kam, unter welchen Bedingungen werden diese Sneakers in Bangladesch und so hergestellt? Die Frauen sterben an den Sneakers, an den Herstellungsumständen. Und der Hyperkonsum bedeutet heute, wir leisten uns gleich 10 von den Schuhen. Und der Hyperkonsum bedeutet aber auch Ressourcenvernichtung und dadurch Beschleunigung der Klimakatastrophe. Harald Welzer schreibt, Zitat, die wachsenden Emissionsmengen, die den Klimawandel anfeuern, haben ihre Ursache in Konsum und Hyperkonsum. Das Ergebnis ist eine globale Umweltzerstörung bis hin zur Klimakatastrophe. Zitat Ende. Die Entfremdung von der Natur und die Orientierung auf den egozentrischen Hyperkonsum lässt einerseits Umweltbewusstsein nicht entstehen und trägt dazu bei, dass Umweltvernichtung in der ganzen Welt sich fortsetzt. Und das müsste eigentlich alle Umweltverbände alarmieren. Und ich führe im BUND einen Kampf, dass der BUND endlich auch diesen Themas sich annimmt. Weil viele obere BUND-Funktionäre sind, so beobachte ich selber, Smartphone-süchtig. Wer nun angesichts all dieser Zusammenhänge und negativen Wirkungen auf die Gehirn- und Lernentwicklung behauptet, digitale Lernangebote und Lehrangebote würden die Bildungschancen erhöhen, die Bildungsoptionen bildungsferner Schichten durch den Einsatz digitaler Medien erhöhen und die digitale Spaltung aufheben, argumentiert wissentlich und vorsätzlich an der Realität vorbei. Das ist ein Marketingkonzept. Denn gerade sozial benachteiligte Kinder verfügen über mehr Unterhaltungselektronik, also Smartphones, Tablets, Wi-Fi-Spiele und verbringen mehr und unkontrollierte Zeit mit Bildungsmedien als Kindern aus bildungsaffinen Schichten. Wer die Bildungschancen also erhöhen will, muss in Lehrkräfte und Förderprogramme investieren. Und es gibt inzwischen schon eine Vielzahl messbarer negativer Wirkungen. Nur 3 Beispiele. Erstens, zum Lesen. Beim Lesen eines Buches vertieft man sich. Linearität und ruhige Aufmerksamkeit rennen uns das gedruckte Buch an. Es führt zu Assoziation, zu Wissen und zu Bildung. Das Lesen geht dramatisch zurück. 1992 haben noch 50% aller Eltern ihren Kindern vorgelesen. 2007 waren es nur noch 25%, also von 50% auf 25%. Der Anteil der Nichtleser unter Kindern, die nie ein Buch in die Hand nahmen, lag 2005 bei 7%, Nichtleser, 2007 schon bei 17% und bei 2014 bereits bei 25%. Alles aus der CIM-Studie von der Landesmedienanstalt. Die Verdrängung des Schulbuches durch das Tablet-PC findet derzeit statt, trotz aller negativen Auswirkungen, die man in der Forschung feststellt. Denn die Entwicklung verschiebt sich dadurch zum oberflächlich Digitalen. Im Netz surft man, gleitet oberflächlich über Inhalte und Forschungen weisen nach, dass Bildschirmmedien unterbrochen von Hyperlinks und Multitasking dazu führt, dass komplexe Inhalte weniger erfasst werden und die Konzentration und Merkfähigkeit dramatisch abnehmen. Dies wird durch die Digitalisierungsoffensive von Frau Wanka beschleunigt werden. Denn für viele Kinder, besonders aus Anführungsstrichen unteren Schichten, ist die Schule der einzige Ort, wo Kinder noch für Bücher begeistert werden können. Und die Bücher sollen der Tendenz abgeschafft werden. Zweitens, Sprachentwicklung. Durch die veränderte Kommunikation wird die Sprachentwicklung gehemmt. Bei Kleinkindern vor allem hat das Spielen und Lernen am Bildschirm negative Auswirkungen, weil das Hören vom Sprecher getrennt ist, von der dazugehörigen Körpersprache, von Situationskontext, Mimik, Tonfall, Doppeldeutigkeit, Ironie, Wärme und Kälte. Sie werden das selber erleben, die E-Mail-Kommunikation auch unter Erwachsenen führt ganz oft zu Missverständnissen, weil das ja ganz oft unpersönlich ist. Aber vor allem bei Kindern kann sich so Empathie nicht entwickeln.
Empathie als eine der wichtigsten Eigenschaften für soziale Kompetenz, also Einfühlungsvermögen. Die soziale Interaktion von Kindern ist von 1987 bis 2007 von 6 Stunden auf 2 Stunden täglich gefallen, während die Nutzungszeit elektronischer Medien von 4 auf 8 Stunden gestiegen ist. Sie sehen das an der Schere. Und es setzt sich durch die Smartphones weiter fort. Ich kenne leider keine neue Untersuchung, das war bei Handys. Das bedeutet, Kinder kommunizieren untereinander immer mehr virtuell. Und das ist in Amerika untersucht worden, der Verlust der Fähigkeit zur Empathie dadurch. Eine Studie der US-Psychologin Sarah Conrad ergab, Zitat aus der Presseerklärung zu der Studie, an College-Studenten über 30 Jahre, Zitat, die heutigen College-Studenten sind nicht so mitfühlend, also empathisch, wie die der 80er und 90er Jahre. Das zeigt die Studie an der Universität Michigan. In der Studie sind Daten analysiert zur Empathie von fast 14.000 College-Studenten über die letzten 30 Jahre. Wir fanden den größten Empathieabfall nach dem Jahr 2000. Heutige College-Studenten und Jugendliche haben etwa 40% weniger Empathie als ihre Pendants vor 20 oder 30 Jahren, gemessen an Standardtests. Also Empathieabfall, Einfühlungsvermögen ist natürlich eine soziale Katastrophe, denn das ist die entscheidende Fähigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Und diese Veränderungen im Sozialverhalten wirken sich auf das Gehirn aus. Sie werden staunen, Forschungen weisen nach, dass die Nutzung von digitalen sozialen Medien wie Facebook, die ja mit weniger realen Kontakten einhergeht, zu einer Verminderung der Größe sozialer Gehirnbereiche bei Kindern und damit zu geringer sozialer Kompetenz führen. Wer über diese Studien die nachlesen will, ich habe sie hier unten alle zitiert, der kann gern von dem ganzen Vortrag ein PDF haben, da sind alle die Studien zitiert drin und angegeben, wo man sie auch nachschlagen kann. Wenn Sie heute einen IHK-Ausbilder oder einen Handwerksmeister fragen oder einen Lehrer oder auch einen Hochschullehrer, das Niveau der Basiskompetenzen Lesen, Rechnen und Schreiben ist in den letzten 10 Jahren massiv gesunken, auch wegen der Nutzung der digitalen Endgeräte. Und für die Industrie müsste man glauben, die Schüler müssten eigentlich immer kluger werden durch die Geräte, weil man ja sagt, in dem Gerät habe ich das Wissen der ganzen Welt in der Hand, meinem Smartphone. Aber das Gegenteil ist der Fall. 150 Mal am Smartphone, Stress und Suchtfaktor Multitasking. Menschen sind mit ihrem Smartphone verwachsen. Es lenkt, fesselt, kontrolliert und manipuliert sie, diktiert angepasstes Verhalten. Wenn ein Jugendlicher mit seinen Eltern auf einem Almbauernhof ankommt, ist die erste Frage, ist hier Empfang? Habe ich selber erlebt. Wenn nicht, stürzt er in eine Krise. Denn sein Belohnungs- und soziales Bezugssystem fehlt. Abschalten bedeutet für diesen Jugendlichen Versäumen, gefühlte Isolation. FOMO, Fear of Missing Out, wird dieser neue Stresszustand in der Psychiatrie genannt. Nach einer Studie des Smartphone-Herstellers Nokia nutzen junge Menschen täglich im Schnitt 150 Mal ihr Smartphone. Im Durchschnitt alle 6 Minuten wird eine Tätigkeit unterbrochen. Dieses Leben im Unterbrechungsmodus, der einen produktiven Flow verhindert, beschreibt Professor Markowitz in seinem Buch Digitaler Burnout. Das führe zu kollektiven Funktionsstörungen. Unter dem Stress von permanentem Datenfluss werden die Informationen im Arbeitsgedächtnis aus dem Arbeitsgedächtnis nicht mehr ins Langzeitgedächtnis abgespeichert. Zitat von Korte, ein Gehirnforscher, was die Kinder morgens in der Schule lernen und bei den Hausaufgaben verarbeiten, wird erst innerhalb der nächsten 12 Stunden in das Langzeitgedächtnis überführt. Zitat Ende. Die Ruhe- und Verarbeitungsphasen, die dafür notwendig sind, existieren durch die Dauerkommunikation nicht mehr. 73% der 18- bis 24-Jährigen ziehen reflexhaft ihr Smartphone aus der Tasche, wenn sie nichts weiter zu tun haben. Momente der kreativen Langeweile, des Sinnierens, also über den Sinn reflektieren, werden verdrängt.
Die zu frühe Mediennutzung verdrängt also gerade die Schlüsselqualifikationen, die für die Beherrschung der Medien gebraucht werden. Deswegen sagen alle Gehirnforscher, Medienabstinenz ist die Voraussetzung für Medienmündigkeit. Wir brauchen Kinder, die später als Jugendliche die Medien beherrschen. Wir müssen aber verhindern, dass die Medien die Kinder und die Jugendlichen beherrschen. Halten Sie noch eine halbe Stunde aus? Habe ich die Zeit noch? 20 Minuten. 20 Minuten, gut. Ich streife ganz kurz das Thema Sucht. Alle Suchtforscher sagen, das Smartphone ist eine Einstiegsdroge. Weil das Smartphone so programmiert ist, dass die Jugendlichen nicht mehr davon wegkommen. Weltweit ist die Zahl der Smartphone-Süchtigen von 2014 bis 2015 um 59% gestiegen, von 176 Millionen auf 280 Millionen Süchtige. Und zwar Sucht im Suchtbegriff wie Alkoholsucht und Drogensucht. Was denken Sie, was das hier bedeutet? In Korea, Südkorea, die sind uns ja voraus in der technischen Entwicklung, nehmen wir jetzt schon an, dass ca. 30% der Jugendlichen süchtig sind. Deshalb gab es eine Staatskampagne vor 2 Jahren, 111, einmal in der Woche an einem Tag für eine Stunde das Smartphone ausschalten. Das wurde schon als ein Fortschritt angesehen. Ich komme jetzt zu dem letzten großen Aspekt der Überwachung. Das überspringe ich jetzt. Frau Bundesministerin Wanka will die WLANisierung der Schulen in Städten. Überall werden lückenlos WLAN-Hotspots installiert. Diese WLAN-Hotspots sind die idealen Datensammelüberwachungs- und Manipulationstools. Es sind mobile Supervanzen. Wer heute eine Shopping Mall, also das Milaneo oder das Gerber in Stuttgart betritt und die angebotene App nutzt, dessen Bewegungs- und Kaufverhalten wird über WLAN erfasst, gespeichert und mit dem Google-Verhalten in Echtzeit abgespeichert. Über jeden von Ihnen gibt es ein digitales Profil, mit dem eine Firma handelt. Die Daten aus Facebook, Google und Twitter sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Mit ihnen wird gehandelt. Große Datenhändler in Deutschland sind Bertelsmann, der Otto-Versand und die Deutsche Post. Bei Bertelsmann heißt das Unternehmen AC Direkt. Zitat aus einer österreichischen Untersuchung. Die von AC Direkt von 30 Millionen Bundesbürgern angebotenen Daten ermöglichen potenziell weitgehende Aussagen über die enthaltenen Personen und deren Interessen, Vorlieben, Konsumverhalten, Lebenssituation, Lebensstil und ökonomische Situation. Jeder Person sind 600 Profilinformationen zugeordnet. Zitat Ende. Das stellt Orwells 1984 in den Schatten. Die österreichische Bundesarbeitskammer schreibt dazu in einer beeindruckenden Studie über die heute stattfindende Überwachung, Zitat, durch die beschriebenen Entwicklungen und Praktiken wird klar, dass eine Art von Überwachungsgesellschaft Realität geworden ist, in der die Bevölkerung ständig auf Basis persönlicher Daten klassifiziert und sortiert wird. Das ist keine Übertreibung. Und welche Folgen hat dies heute? Durchdenken wir die derzeitige Entwicklung der digitalen Überwachung nochmals bezogen auf Kinder. Ich möchte gar nicht das beziehen auf politische Aktivisten. Die Datenerfassung beginnt heute schon mit dem WLAN-Windelchip MIMO und der sprechenden WLAN-Puppe Hello Barbie. Die erfassen bereits Daten, schicken das an die Konzerne und die Puppe Hello Barbie spricht dann mit dem Kind nach Algorithmen, sagt dem, kauf das nächste Barbie. Gehen wir zu dem anderen. Ein Kind bekommt mit 6 Jahren ein Smartphone, dann beginnt die Datenerfassung. Wenn es 18 ist, ist die digitale Akte prall gefüllt. Der nun Jugendliche bewirbt sich, sagen wir beim Daimler. Sein digitaler PC ist heute schon im PC des Personalchefs. Er hat den gläsernen Bewerber vor sich. Er weiß,
welche Kategorie von Freunden er hat, kennt seine Intelligenz seit Schulfreizeit und Sozialverhalten, weiß, welche Bücher er liest, was er konsumiert, ob er Sport treibt oder computersüchtig ist, wie groß seine finanzielle Abhängigkeit ist, welche Krankheiten er hatte oder hat, kennt seinen Alkoholkonsum, Jugendstrafen, Weltanschauung, Beziehungskonflikte, sexuelle Orientierung. Das hat lebenslange Folgen. Eine Jugendliche will zum Beispiel Heilerziehungspflegerin werden und ist lesbisch. Sie bewirbt sich bei der Caritas. Sie hat bei Amazon ein entsprechendes Buch über AIDS oder lesbische Vorstellungen bestellt. Sie war auf der Christopher Street Parade. Das ist heute alles gespeichert, wenn sie ein Smartphone dabei gehabt hat oder über Google surft. Sie wird wahrscheinlich gar nicht zum Personalgespräch eingeladen, weil das schon vorher die Personalabteilung über ihr digitales Profil, das bei Bertelsmann oder bei Schober Marketing in Ditzingen gekauft wurde. Es betrifft aber auch jeden, der sich versichern will. Versicherungen lassen heute speichern, was sie im Supermarkt kaufen, bei Amazon, Zalando einkaufen, ob sie rauchen, wie viel Alkohol sie konsumieren, und in Zukunft wird ihr Fahrverhalten in Echtzeit abgespeichert. Bei der Versicherung Generali wird jetzt die Prämie schon anders festgelegt, wenn sie erlauben, dass sie über Wearables und Smartphone ständig ihre Daten an den Versicherungskonzern überweisen oder übertragen lassen, dann wird die Versicherung billig. Aber auch für politisch Aktive gilt es. Sie protestieren gegen Castor-Transporte, sind gegen Stuttgart 21 auf die Straße gegangen oder Mitglied in einer oppositionellen Gruppierung. Der Algorithmus der Datenfirma empfiehlt der Personalabteilung, sie nicht einzustellen. Im Spektrum der Wissenschaft warten 2015 9 Experten vor diesem Weg in den digitalen Totalitarismus. Das ist keine Apokalypse und auch keine Verschwörungstheorie, sondern dieser Weg wird bestritten und wird 2020 in China zum Gesetz. Ich zitiere aus der Zeit, Zitat, Chinas Regierung baut mit Hilfe einheimischer Internetkonzerne ein Einwohnerbewertungssystem auf. Daten aus sozialen Netzwerken sollen mit solchen über Kauf- und Zahlungsverhalten kombiniert werden. Am Ende steht eine öffentlich einsehbare Punktzahl, der Citizen Score. Er kann einen Wert zwischen 350 und 950 annehmen. Für Stellen- oder Kreditvorgaben soll er herangezogen werden, wie bei Visa-Anträgen. Wer seinen Score liebt, wird nicht über das Tiananmen-Massaker twittern. 2020 wird dieses System verpflichtend. Davon sind wir nicht entfernt, weit entfernt, denn alle, die ein Smartphone und Tablet-PC benutzen, liefern ihre Daten ab, sind heute schon gläserne Bürger und im naiven Transparenztaumel haben selbst oppositionelle Aktivisten, also ich referiere ja auch bei den Linken oder im BUND, haben oppositionelle Aktivisten bei Strategiesitzungen ihre supervanze Smartphone eingeschaltet, liefern den Geheimdiensten gleich den O-Ton mit und vervollständigen über Facebook oder Twitter ihre eigene Akte. Harald Welzer schreibt dazu, Zitat, das macht alle zu Komplizen und Komplizinnen ihrer eigenen Überwachung. Zitat Ende. Diese Fehleinschätzung solcher Risiken der digitalen Totalüberwachung hat in Bewegungen des arabischen Frühlings tödliche Folgen. Da gibt es eine weite Untersuchung dazu. Die Strukturen und Netzwerke, besonders in Ägypten, wurden aufgedeckt. Die Führungspersonen identifiziert, verhaftet, gefoltert und auch getötet. Die Illusion vor allem der Jugendlichen über die Liquid Democracy über Smartphones führte oft zu ihrer eigenen Liquidierung. Diese Überwachung wird zum kollektiven Über-Ich. Es ist was Neues, denn die Smartphones und Tablets gehen ja mit der Suggestion von grenzenloser Freiheit ein. Jeder denkt, mit diesen Geräten bin ich frei, habe den grenzenlosen Zugang zu allen Informationen. Yvonne Hofstetter entkleidet diesen Mythos und Heiligenschein dieser Geräte. Sie schreibt, Smartphones sind Messgeräte, mit denen man auch telefonieren kann. Dabei entstehen riesige Datenmengen, die dem, der sie analysiert,
nicht nur Rückschlüsse auf jedes Individuum erlauben, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Der Philosoph Hans schreibt, Zitat, man unterwirft sich einem Herrschaftszusammenhang, während man konsumiert und kommuniziert, ja, während man Like-Buttons klickt. Wir haben es heute mit einer Machttechnik zu tun, die nicht unsere Freiheit verneint oder unterdrückt, sondern sie ausbeutet. Darin besteht die heutige Krise der Freiheit. Und Welser schreibt, es ist total schlau, was gemacht wird. Er schreibt, das ist herrschaftstechnisch die innovativste Übergangszone ins Totalitäre. Das kannten wir nicht. Bisher nicht. Die Entdemokratisierung erfolgt heute also schleichend, weil sich die Digitalisierung, die Zustimmung mit Illusionen von grenzenloser Information und neuer Demokratie erkauft. Die Entgegnung vieler Jugendlicher, ich habe nichts zu verbergen, ist eine völlig naive Rechtfertigung für jede Art von Überwachung, aber auch Ausdruck bereits gelungener Manipulation und Anpassung. So nimmt man die permanente Online-Bespitzelung für die eigene Bequemlichkeit hin. Dahinter steckt natürlich auch politische Unerfahrenheit über mögliche Konsequenzen. Die historischen Erfahrungen, wozu der deutsche Staat in der Nazi-Zeit fähig war, aber auch in der Adenauer-Ära mit Kommunisten und homosexuellen Verfolgung, die schwarzen Listen der Unternehmerverbände und nicht zuletzt die Stasi-Erfahrungen werden verdrängt. Wir liefern heute schon auf Vorrat die Daten, auch über unsere politischen Verbindungen und Netzwerke, auf deren Basis vielleicht morgen eine mögliche reaktionäre oder rechtsradikale Regierung den Widerstand unterdrückt. Und ich mache jede Wette, in der Türkei wird es heute verhängnisvoll diese Überwachung über Tablet-PCs und Smartphones angewandt. Die türkische Regierung wird über ihre Geheimdienste dadurch alle Strukturen kennen und es ist ein böses Erwachen, die Naivität, wie wir mit den Geräten umgehen. Ich komme zum Schluss. Die Digitalisierung bedeutet also eine vierfache Schädigung. Die Konsumorientierung und die Umweltzerstörung. Die Überwachung und die smarte Diktatur, die wir nicht fühlen. Die digitale Demenz bei Kindern und die Strahlenbelastung, die zu oft verdrängt wird. Wir sind im Weg zu einer smarten Diktatur und ausnahmslos alle Parteien machen mit. Verkannt wird die machtpolitische und gesundheitspolitische Dimension dieser Veränderung. Der verstorbene FAZ-Herausgeber Schirmacher schreibt, Zitat, der Staat der Zukunft wird ein gigantisches kommerzielles real existierendes Internet. Vorherzusagen, was einer tun, kaufen, denken wird, um daraus einen Preis zu machen. Diese Absicht verbindet Militär, Polizei, Finanzmärkte und alle Bereiche digitaler Kommunikation. Doch ich sehe das nicht ganz so schwarz, denn diese Manipulation zum handsamen, konsumierenden Bürger wird letztlich nicht geliehen. Alle Staaten und vor allem Diktaturen haben immer alle vorhandenen Möglichkeiten der ideologischen Indoktrination und Manipulation genutzt, um Untertanen zu formen. Doch letztlich sind sie fast immer gescheitert und wir hoffen, dass die in der Türkei auch scheitern. Die Widersprüche, die die Menschen erfahren, die Lügen in der Politik, die Ausbeutung im Betrieb durch Arbeitslosigkeit, Armut, Umweltzerstörung, die der Kapitalismus erzeugt, bringt die Menschen zum Nachdenken und verlangt und schreit nach Alternativen und das erzeugt Opposition. Doch diese Opposition zu bilden, wird durch die neuen ausgeklügelten technischen Möglichkeiten immer schwieriger, weil heute Überwachung und Indoktrination unter dem Mantel der Freiheit und des Fortschritts firmieren. Ich kann also eine klare Antwort auf ein Thema meines Vortrags geben, digitale Medien, Freiheit oder Falle. Sie sind politisch gesehen eine Freiheitsfalle. Das ist meine Diagnose über eine Nebenwirkung, über die Therapie. Sie kann nur eine gesellschaftspolitische sein, müssen wir nachher diskutieren. Inzwischen formiert sich allerdings bundesweit eine breite Kritik an der Digitalisierung, über die wird leider in den Medien nicht berichtet. So haben letzte Woche namhafte Erziehungswissenschaftler
in einer Stellungnahme gegen die Digitalisierung der Schulen protestiert. Sie nennen diese Stellungnahme Trojaner aus Berlin, der Digitalpakt D. Dort steht, Zitat, der Digitalpakt D ist Teil einer Neudefinition von Schule und Unterricht auf dem Weg zu zunehmend vollautomatisierten, gesteuerten Lernfabrik 4.0. Lehrkräfte werden zu Sozialcoaches und Lernleitern degradiert. Statt Unterricht ist die automatisierte Belehrung durch Computerprogramme und Sprachsysteme das Ziel. Dieses Konzept kommt nicht aus der Pädagogik, sondern aus der Kybernetik und dem Behaviorismus. Internetkonzerne und Geheimdienste wollen den determinierten Menschen. Wenn wir weiter frei sein wollen, müssen wir uns wehren und unsere Politik ändern. Das gilt besonders für die Bildungspolitik. Da wird unser Nachwuchs herangezogen, die sich von der Fixierung auf die Digitaltechnik lösen und sich wieder den Menschen und ihren Lern- und Bildungsprozessen zuwenden muss, damit auch die kommenden Generationen eine humane und demokratische Zukunft haben. Zitat Ende. Es hat sich eine Organisation Media Protect gegründet, die Präventionsberater auf die Schulen schicken. Wir von Diagnose Funk machen auf Homepages und Veröffentlichungen eine kontinuierliche Aufklärungsarbeit. Die Umweltmediziner, die Europa eben ihre Organisation, hat den Elektrosmog in ihr Ausbildungsprogramm aufgenommen. Die österreichische Ärztekammer warnt und auch die Arbeitskreise im BUND warnen vor dieser Technologie. Nicht zuletzt möchte ich die Vorträge von Professor Spitzer nennen, die immer voll sind und bei denen sich die ganze Sorge der Eltern widerspiegeln. Nicht zufällig versucht die Presse ein Zerrbild sowohl der Kritik an den digitalen Medien als auch von Professor Spitzer zu zeichnen, weil seine Bücher wie die digitale Demenz, das ich Ihnen ans Herz legen will zu lesen, und auch sein neues Cyberprogramm vorausschauend genau die Entwicklungen analysiert haben, die sich bei den Kindern und Jugendlichen als Störungen zunehmend manifestieren. Geht es nicht weiter? Jetzt liegt es fest. Ein Wortspiel drückt die Konsequenz, die wir ziehen wollten, deshalb schön aus. Da wäre jetzt eigentlich ein Plakat über das Wortspiel. Aufwachsen, aufwachen im Umgang mit digitalen Medien. Man kann nur hoffen, dass die Risiken der Digitalisierung bald als gesellschaftliche Probleme erkannt und angegangen werden und der Einfluss der Industrie- und Lobbyorganisationen zurückgedrängt werden, damit der Anteil der klugen Jugendlichen steigt. Danke. Das Plakat können wir dann nach der Pause noch zeigen. Peter hat erwähnt, dass man das Manuskript seines Vortrags als PDF-Datei bekommen kann. Ich würde vorschlagen, dass man sich einfach einträgt in die Liste. Da wird man sowohl eingeladen für die nächsten politischen Matineen im nächsten Jahr und kriegt es dann von Karin oder mir zugesandt. Also, dass nicht alle jetzt auf den Peter zu müssen und ihre E-Mail-Adresse. Ich gebe ihm das PDF und da ist alles mit Quellenangaben. Da war jetzt ja ganz viel Information drin. Und wenn Sie an irgendwelcher Forschung zweifeln, können Sie gern an mich, draußen ist eine Visitenkarte, ein Mail schicken und ich schicke Ihnen den Originaltext von den Forschungen, die ich da zitiert habe, gerne zu. Wunderbar. Also ganz herzlichen Dank nochmal. Und wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Bitte schauen Sie sich die Bücher an, kaufen Sie sie bei Doris Hensinger oder holen Sie sich was zum Trinken. In 10 Minuten machen wir hier weiter.